Es war ein schillernder Abend in Veitshöchheim. Die Verleihung des Kulturpreis Bayern 2017. Das ist mittlerweile ein etablierter Preis. Wir sind ja schon über 10 Jahre dabei. Das ist ein Preis, der etwas verbindet, was sonst nicht vorkommt, nämlich Kultur und Wissenschaft. Ja, toll, oder? Bereits zum 13. Mal ehrten die Bayernwerk AG und das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kulturwissenschaft und Kunst Menschen, die mit ihrer Arbeit die Kultur und Wissenschaft Bayerns bereichern. Kultur ist da, wo man das Herz baumeln lassen kann und die Seele baumeln lassen kann. Das sind die Dinge, wo man im Alltag einfach kleine Inseln der Erholungen hat und wo man einfach dann auch mit neuen Impulsen konfrontiert ist. Und das macht einfach Spaß, das ist schön, das trägt zur Erholung bei und gibt dem hocheffizient arbeitenden Freistaat Bayern ein herzliches, angenehmes und fröhliches Gesicht. Auch die Oberpfalz war unter den 38 Preisträgern vertreten. Stefan Dotzler wurde als bester Absolvent der OTH Amberg-Weiden für seine Masterarbeit zum Thema Langzeitverhalten korrosionsfreier Stähle geehrt. Das ist natürlich erstmal eine wahnsinnige Honorierung der ganzen Arbeit. Ne? Für einen selber ist das natürlich schon ein tolles Gefühl, weil es eigentlich eine einmalige Auszeichnung ist und eigentlich die höchste bayerische Auszeichnung, irgendwie, die für wissenschaftliche Arbeit vergeben wird. Ebenfalls für seine Masterarbeit geehrt wurde Philipp Rieger aus Regensburg. Also ich freue mich natürlich riesig, bin sehr aufgeregt deswegen und natürlich ist es auch sehr anspornend. Also sprich, es zeigt, dass die Arbeit anerkannt wird und dass das Thema top aktuell ist und dass ich auch deswegen weiter in dem Thema drinbleiben möchte und auch weiter forschen möchte. Nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Kategorie Kunst gab es aus Oberpfälzer Sicht Grund zu feiern. Der Bildhauer Toni Scheubeck aus Cham wurde für sein jahrelanges Wirken und seine einzigartigen Kunstwerke aus Stein mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet. Es ist natürlich eine große Ehre, weil ich ja sehe, welche Künstler vor mir diesen Preis bekommen haben. Und es ist auch ein sehr angesehener Preis und freut mich natürlich sehr. Es war wie jedes Jahr ein toller Abend in einer dem Anlass würdigen Atmosphäre. Vor allem für die Preisträger ein Abend, den sie noch lange in Erinnerung behalten werden. Es wird kalt, fast eisig. Literatur werden sie auch.